Ich hatte Endlich. nun schon viele Leute bei Sullivan's Style Factory getroffen, aber Kim Doherty beschäftigte mich am meisten. Wieso ist sie mir gegenüber so entgegenkommend und anderen Angestellten gegenüber so böse? Welche Spielchen treibt... Im Laufe meiner Ermittlungen hatte ich erfahren, dass Nelson ihr schon vor ein paar Jahren bei Dreharbeiten begegnet war. Ihre damalige beste Freundin, Carmen, war auch Schauspielerin. Sie kam kurz darauf ebenfalls zu Sullivan's Style Factory, wo sie immer noch als Model arbeitet. Vielleicht erfahre ich mehr, wenn ich Carmen frage? Carmen, ich muss Sie unbedingt anrufen. Woher bekomme ich nur Ihre Nummer? Ich weiß nicht warum, aber ab hier ist einfach irgendwelche Voice Cracks, hier brechen einfach Dialoge ab. War schon immer so. So, wir müssen jetzt zu Carmen und hier sehe ich eine Angestelltenliste. Die haben wir letztes Mal schon mal entdeckt. So, schauen wir uns die Liste mal an. Carmens Nummer muss dabei sein. Ach, verflixt nochmal. Ich finde sie nicht. Adriana, Sharon und Cindy fehlen übrigens auch. Anscheinend ist keines der Models auf der Liste. Was soll ich machen? Gehen wir erstmal zu unserem heißen, geliebten Freund Scott. Schauen wir mal da vorbei, ja? Gut, hier sehen wir schon mal Nelson und Scott im Büro. Hallo, Scott. Hallo, Clara. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich bräuchte Carmens Nummer. Sie wollte mit mir zum Mittagessen. Ich muss ihr heute Bescheid geben. Ich kenne die Nummer nicht auswendig, aber sie müsste in meinem Handy gespeichert sein. Ach ja? Leider funktioniert mein Handy nicht mehr. Der Akku ist seit heute Morgen kaputt. Ach Mist, was für ein Pech. Ich habe eine Idee. Ich lasse dir mein Telefon da und du versuchst es zu reparieren. Wenn du es schaffst, hast du die Nummer und ich wieder ein funktionierendes Telefon. Abgemacht? Alles klar. Hier bitte, aber gib's mir wieder zurück. So, ich habe keine Wahl. Ich muss einen neuen Akku besorgen. Gut, wir haben jetzt, so wie es aussieht, Scotts Handy. Telefon, wie man es damals noch genannt hat. Versammlungsraum, jede Mission hat was mit dem Versammlungsraum zu tun, deswegen gehen wir da mal hin. Ah ja, da haben wir Carol. Schauen wir mal, was bei der gerade abgeht. Carol Springfield. Carol, ich bin in großen Schwierigkeiten. Kannst du mir bitte deinen Handy-Akku laden? Du machst aber ein Gesicht. Was ist los, Junge? Was ist los? Das erkläre ich dir später. Ich habe jetzt keine Zeit. Würdest du mir bitte deinen Handy-Akku leihen? Gern, aber ich hab's nicht bei mir. Ich hab's wohl im Styling-Atelier oder Beauty-Salon liegen lassen. Eins von beiden. Wenn... Danke. Ich wusste, dass auf dich Verlass ist. So, Styling-Atelier. Wir müssen langsam Gas geben mit dem Spiel, denn der Funk-Adventskalender nähert sich langsam seinem Ende. Nur noch 9 Tage, dann ist schon Weihnachten. Denke ich sogar. Irgendwo ist das Handy oder wie? Im Styling-Atelier, hä? Da ist es nicht. Carols. Was passiert denn, wenn ich Carol jetzt anrufe? Carol? Warum sollte ich jetzt Carol anrufen? Sie hat ihr Telefon. Ja, okay. Die haben dran gedacht. Okay, aber im Styling-Atelier hat sie doch gesagt. Wo ist das denn? Das Handy ist auf jeden Fall nicht da. Oder bin ich überhaupt in Styling-Atelier? Ich glaube schon, ja. Fotos du hier mal für bla 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 bla. Beauty-Salon. Es muss hier sein. Okay, schauen wir einfach mal woanders. Wir gehen einfach kurz mal nochmal zu ihr. Im Styling-Atelier. Oder Beauty-Salon. Ich glaube, es ist im Beauty-Salon. Aber jetzt, ohne mich irgendwie drauf festzulegen, aber ich glaube, es ist im Beauty-Salon. Und, was sehen wir da? Da haben wir ein Handy rechts, wenn ihr seht. Ah, das wird Carols Handy sein. So wie es aussieht, ist es bestimmt... Ist es bestimmt ihr das... Okay, mich fuckt das ab, dass ich das immer wiederholen muss. Gebäudeplan. Achso, wir müssen das jetzt erstmal so, dann diesen Akku in Scotts Handy. Es scheint zu funktionieren, aber verflixt. Der Akku ist leer. Jetzt muss ich einen Akkulader auftreiben. Oh, so ein Blödsinn aber auch. So, dann gehen wir nochmal kurz. Wir haben den Akkulader ja schon gesehen, aber da stand ja, wir müssen Erlaubnis fragen. Nach Erlaubnis fragen. Deswegen gehen wir da kurz hin und fragen kurz nach Erlaubnis. Carol, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir bitte dein Ladegerät leihen? Sicher, aber ich weiß überhaupt nicht, wo es ist.
Ja, ich sollte besser auf meine Sachen aufpassen. Das sagt mir meine Mutter auch immer. Kein Problem, ich werde es suchen. Okay. Sie wird es suchen. Ich habe es tatsächlich schon gefunden. Bedeutet, wir nehmen das jetzt einfach kurz. Und blablabla. Ich glaube, das ist Carols Ladegerät. So versteckt war das gar nicht, ja. Alles überspringen, jetzt tun wir das mal so. Sehen. Jetzt brauche ich eine Wandsteckdose. Und soweit ich weiß, gab es in Ners Büro, kann ich nicht rein, dann muss ich tatsächlich in Dingens, in Scotts Büro, weil da habe ich auch an der Wand eine gesehen. Hier unten. Nehme ich das kurz ins Inventar. Und Wandsteckdose. Und wo ist jetzt die Nummer von Carmen? Das Telefonbuch. Das müsste dieser Knopf sein. Treffer. Das ist die Nummer, die ich gesucht habe. Ist das dieser Knopf sein? Treffer. Jetzt bringe ich lieber alles zurück. Danach rufe ich Carmen an. Also diese Voice-Geschichte inzwischen. Ich rufe bald beim Ubisoft-Support an. So, jetzt habe ich jetzt Carmens Nummer. Carmen Cruz. Ich glaube, ich sollte nicht vor den beiden... Ich möchte gerne mal vor den beiden einfach bei Carmen anrufen, ob die mich dann unterbrechen oder so. Nein, bevor ich Carmen anrufe, sollte ich Scotts Telefon zurückbringen. Und auch den Akku und den Lader. Ich habe versprochen, sie nur kurz auszuleihen. Och, komm. Ist doch egal, jetzt hat Scott ein Handy, was ja, funktioniert. Und jetzt hat... Ich gebe jetzt Carol ihr Handy zurück, aber da ist der Akku ja nicht mehr drin. Ich gebe jetzt einfach Carol ein kaputtes Handy. Ist chillig. Blablabla. Zack. Danke, Clara. Du kannst jetzt Carmen anrufen. So, machen wir das mal. Carmen Krotz. Hallo, hier ist Clara Willard, die neue Praktikantin. Könnte ich bitte mit Carmen Krotz sprechen? Am Apparat. Hallo, Clara. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Ich rufe Sie wegen Kim Doherty an. Ich glaube, Sie kennen sie schon länger. Ja, sie ist eine sehr gute Freundin. Folgendes. Im Rahmen meines Praktikums hat mir Kim eine wichtige Aufgabe anvertraut und ich möchte sie nicht enttäuschen. Nur sollte ich sie ein bisschen besser kennenlernen. Wissen Sie, ihren Charakter verstehen, ihre Angewohnheiten. Das ist wichtig, wenn man für jemand arbeitet. Ja, was möchtest du wissen? Ich habe den Eindruck, dass Kim sich nicht sehr gut mit Scott versteht. Gibt es dafür einen Grund? Vor allem zu Scotts Mutter hatte Kim kein gutes Verhältnis. Im Endeffekt konnten sich die beiden nicht ausstehen und ließen keine Gelegenheit aus, sich Steine in den Weg zu legen. Ich glaube, Kim war erleichtert, als sie von Jessicas Tod erfahren hat. Man sagt sogar, sie hätte bei dem Unfall ihre Finger im Spiel gehabt. Was? Das sind nur Gerüchte, denen man nicht viel Beachtung schenken... Viel Beachtung schenken sollte, Jungs. Ja, was möchtest du wissen? Ich glaube, eins von den beiden kann ich noch auswählen, da wird es abgebrochen. Ihre Aufgaben als Leiterin der Kosmetikabteilung, ihre Eingriffe und ihr Lebensstil. Also ein C weiß... Kennen wir ja, ne? Also nehmen wir B. Kim trägt viel Schmuck. Mr. Sullivan belohnt sie wohl mit einem guten Gehalt. Nelson hat viele gute Eigenschaften, aber er verwechselt Geld mit Liebe. Er würde Unsummen ausgeben, um die, die er liebt, glücklich zu machen. Kim allerdings weiß das auszunutzen. Nicht nur, dass sie prächtige Geschenke erhält, sie bedient sich auch aus der Firmenkasse, als wäre es ihre eigene. Wollen Sie sagen, dass sie Geld veruntreut? Sie erhält großzügige Provisionen. Ja, was möchtest du wissen? Wir können doch noch C auswählen, okay. Was genau ist Kim Dohertys Aufgabenbereich? Sie kümmert sich anscheinend um 1000 verschiedene Dinge. Ja, sie ist sehr geschäftig. Ihr Verantwortungsbereich geht weit über die Kosmetikabteilung hinaus. In Wirklichkeit ist sie Nelsons rechte Hand. Sie übernimmt die heiklen Angelegenheiten, zum Beispiel die Versorgung der Labore mit Versuchstieren. Aber ich dachte, Sullivans Style Factory hätte mit den Tierversuchen aufgehört. Offiziell ja, aber inoffiziell passieren so einige Dinge in den Untergeschossen des Sullivan Tower. Danke, Carmen. Dank Ihnen sehe ich jetzt klarer. Das sagt man noch safe mal am Telefon kurz. Ja, und mein Firmengeheimnis erstmal rausgeschallert. Ihr wisst jetzt alles, was bei uns für illegaler Tierhandel abgeht, aber egal. Ist ja ein easy Thema, wird schon niemand weitersagen. Bitte, Clara, hoffentlich konnte ich dir helfen. Aber auf keinen Fall ein Wort zu Kim über unsere Unterhaltung. Versteht sich von selbst. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag, Clara. Bitte, ja. Da ist der Hubschrauber. Halte dich bereit. Du hilfst beim Entladen der Kisten. Hubschrauber an Basis. Der Landeplatz ist nicht beleuchtet. Schalten Sie die Lichter an. Basis an Hubschrauber. Keine Beleuchtung. Wir dürfen nicht auffallen. Bleiben Sie auf Empfang und folgen Sie meinen Anweisungen. Hey, er stürzt ab. Basis an Hubschrauber. Hochziehen. Sie kommen zu schnell runter.
Gut so. Jetzt mehr zu uns. Langsam, langsam. Perfekt, sie sind am Boden. Jetzt bist du dran, Mike. Mach schnell. Um Himmels Willen, dieses Biest hat mich gekratzt. Schneller, Mike. Schneller. Wie Sie wünschen, Mrs. Doherty. Sind alle Kisten ausgeladen? Gut. Basis an Hubschrauber. Wir haben die Ladung. Sie können starten. Ich frage mich, was die da treiben. Was ist wohl in den Käfigen? Sie sind mit dem Aufzug ins Untergeschoss. Soll ich ihnen folgen? Allein könnte das gefährlich werden. Ich bitte lieber Carol um Hilfe. Endlich, nächste Mission, Leute. Ich war jetzt noch kurzzeitig in der Stadt für 2 Stunden. Ruf mir kurz Carol an. Clara, bist du es? Was ist los? Entschuldige bitte, wenn ich dich störe. Es ist wichtig. Ich habe dir doch von den Unterlagen erzählt, die ich in Nelsons Büro gefunden habe. Ich glaube, Sullivan's Style Factory ist in einen illegalen Tierhandel verwickelt. Ein Hubschrauber hat soeben Kisten auf dem Dach abgeladen. Ich wüsste gern, was sich darin befindet. Würdest du mir helfen? Ich habe nichts verstanden. Kannst du es wiederholen? Kleine Zeit. Hilfst du mir? Ja, ich komme. Wir treffen uns in der Halle. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. In der Halle. Dann gehen wir doch mal kurz hin. So, anscheinend haben wir einfach wieder Tag. Gerade eben war eigentlich noch Nacht, aber egal. Da ist Carol, da wartet sie schon auf uns. Gut, ich höre. Folgendes habe ich beobachtet. Ein Hubschrauber hat ungefähr 10 recht große Kisten auf dem Gebäudedach abgeladen. Es waren Tierschreie zu hören. Leider konnte ich nicht näher rangehen. Mike hat den Aufzug benutzt. Er ist mit der gesamten Ladung ins Untergeschoss. Habt ihr nicht auch gemerkt, dass Mike auf einmal eine ganz andere Stimme hatte kurzzeitig und dann die normale? Keine Ahnung, was da passiert ist, Leute. Mike war da? Ja, Kim Doherty auch. Sie leitete die Sache. In der Tat, seltsam. Wir müssen schauen, was da los ist. Ja, aber wie? Man braucht bestimmt einen Ausweis für den Aufzug. Sicher einen speziellen Ausweis. Nein, jeder Ausweis passt. Er muss nur richtig programmiert sein. Alles, was wir brauchen, ist ein Computer und ein Lesegerät. Es hört sich kompliziert an. Wie funktioniert das? Nein, nichts leichter als das. Wir müssen das Gerät nur an den Computer anschließen und die Ausweiskarte einführen. Das war's. Wo finden wir einen Computer, der sowas kann? Das kann man mit jedem Computer machen. Ein Laptop wäre natürlich am besten, das ist unauffälliger. Wo finden wir ein Lesegerät? Das wird das Schwierigste. Ich weiß, dass es am Empfang so eine Maschine gibt, um die Tagesausweise der Besucher zu machen. Aber ich weiß nicht, wo genau sie steht. Ansonsten steht im Überwachungsraum noch so ein Gerät. Aber da kommen wir auf keinen Fall rein. Ich schlage dir Folgendes vor. Ich kümmere mich um das Lesegerät und du um den Computer. Wir treffen uns wieder hier in der Halle. Abgemacht? Perfekt. Super. Nun steuerst du Carol. Sei vorsichtig. Die rennt erstmal weg. So, wir machen... Carol, hier ist das alte Kartenlesegerät. Endlich am Ziel. Das Kartenlesegerät. So, wie funktioniert das? Ich kriege es nicht an. Ich glaube, es ist kaputt. Das ist doch nicht möglich. Irgendwo muss doch noch ein funktionierendes sein. Das ist kaputt. Kaputt. Ein funktionierendes hier ist doch irgendwo... Ich kenne die Lösung zu der Aufgabe bereits. Hier, Empfangsbestätigung. Eine Empfangsbestätigung. Mal sehen. Paketinhalt. Ein Kartenlesegerät Olympus Silver. Absender Security Corporation. Empfänger Sullivan Style Factory. Das ist ja interessant. Sie haben ein neues Kartenlesegerät bekommen. Oh, welch ein Zufall. Gehen wir mal zu den empfangenen Paketen. Das ist, glaube ich, hier Empfangene zu versendende. Empfangene. Die eingehenden Pakete für die Firma befinden sich wohl in diesem Schrank. Mal sehen. Oh, das ist interessant. Ein Paket mit der Aufschrift Security Corporation. Was kann das wohl sein? Mein Glückstag. Ein nagelneues Kartenlesegerät. Auftrag erledigt. Jetzt muss ich nur noch auf Clara warten. Okay, das war tatsächlich sehr einfach. Man musste nur in die Halle irgendwas machen. So. Also, ein Laptop. Das dürfte doch nicht so schwierig zu finden sein. Oh Mann, in Reality wäre das auch viel schwieriger, aber so wie jede Mission erstmal
in die Cafeteria schauen, weil da gibt es ja nicht so gut wie alles, was man braucht. Und welch ein Zufall, Mr. McAllister, der die geilste Stimme der Welt hat, mit einem Laptop. Ich will den mal kurz haben, McAllister. Deine Hand leckt da irgendwie drin, was dir schon mal aufgefallen ist. Guten Abend, Mr. McAllister. Guten Abend, Clara. Na, geistern Sie noch durch die Flure? Nun ja, ich muss noch Arbeit nachholen. Übrigens, ich bräuchte einen Laptop. Ich kann ihn gern verleihen. Ich mag diese Dinger nicht so. Wenn Sie mir dafür einen PC auftreiben... Mal sehen, was ich machen lässt. Einen PC, da machen wir doch gerne, ne? Ich baue dir kurz einen zusammen, wenn es sein muss. Ne, Spaß beiseite. Gehen wir zu Scotts Büro, der wird schon sein leihen. Safe. Scott, könnte Mr. McAllister deinen PC eine Weile benutzen? Ja, kein Problem. Ich habe sowieso meinen Laptop. Danke, das ist nett. In Ordnung. Scott leiht Ihnen seinen Computer. Sie wissen, wie man mit ihm umgeht. Chillig, chillig. Also, hier ist mein Laptop. Ich bringe ihn bald wieder. So, jetzt muss ich nur noch Carol in der Halle treffen. Jetzt steht er einfach... Entschuldigung, ich muss telefonieren. Ich merk's. Du. Ja, Eingangshalle. Tut mir leid, dass ich gerade nicht geredet habe kurz. Ich war in Mute. Weil ich das immer mache, damit ihr die Stimmen besser hört. So. Gehen wir zu ihr. Hier ist der Laptop. Es war nicht einfach, aber es hat geklappt. Und ich habe das Kartenlesegerät. Nagelneu, soeben erst ausgepackt. Super, jetzt müssen wir nur noch meinen Ausweis umprogrammieren. Sollen wir? Sollen wir? Ja, let's go. Jetzt haben wir das da, dann machen wir das da, dann das. So, nun hast du einen Universalausweis, der dir Zutritt zu allen Etagen des Gebäudes gewährt. So einfach ist das? Ja klar, mit Computern kann man zaubern. Lass uns keine Zeit verlieren, auf ins Untergeschoss. Auf den Spruch habe ich gewartet. Mit Computern kann man zaubern. Los geht's. Gut, gehen wir hier raus. Und die Geschichte nähert sich, glaube ich, langsam schon dem Ende. Jetzt müssen wir das kurz in die Hand nehmen. Und dann gehen wir zum Privataufzug. Ja, ich möchte ins Untergeschoss. Die Tür, da. Achtung, Mike schiebt Wache. Der Flur wird überwacht. Mist. Du hast recht. Was sollen wir machen? Ich werde versuchen, einen Alarm auszulösen. Das wird ihn vielleicht ablenken. Du bleibst hier. Sei vor allem vorsichtig. Leichter gesagt als getan. Wie soll ich den Alarm auslösen? Ich kann den Sullivan Tower doch nicht in Brand stecken. Also Jungs, wenn ich hier arbeiten würde und ich muss jetzt einen Alarm auslösen, ich würde dafür gefeuert werden. Random mal Cafeteria. Erstmal schön auf den Notrufknopf drücken. Let's go. Rein da. Nur im Notfall zu benutzen. Das sieht aus wie ein Alarmknopf. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich drauf drücke. Das wäre ich, wenn ich mal Praktikant wäre. Gut gemacht, Carol. Mike ist weg. Der Weg ist frei. Boah, Junge. Also, Mike, Real Talk, ne? Ich stehe hier. Da vorne war anscheinend Mike. Das hätte man safe gesehen. Aber ich glaube, Mike, nee, kurzsichtig. Das hätte ich mir denken können. Der Überwachungsraum ist abgeschlossen. Da habe ich sowieso nichts drin zu suchen. Okay, hier ist nichts. Und Erkennungssystem. Was ist denn das für eine beleuchtete Glasplatte? Sowas habe ich noch nie gesehen. Für was kann das wohl nützlich sein? Und 3, 2, 1. Mist! Es war zu schön, um wahr zu sein. Was machen wir jetzt? Na, ne? Jetzt erstmal Carol anrufen, auch wenn sie unten normalerweise kein Netz geben sollte. Carol! Carol, Hilfe! Was ist los? Ich sitze in der Falle. Warte, ich komme. Ich sitze in der Falle. Ich komme, Moment. Na, du sitzt aber ganz schön in der Klemme. Wie soll ich dich da rausholen? Was du nicht sagst, Junge. Das ist ganz schön eine Klemme, ne? Kann man nichts machen. Tschüss. Mach schnell, überleg dir was. Mike kann jeden Moment wieder auftauchen. Beruhige dich. Das Gitter muss ich doch irgendwie von innen öffnen lassen. Hast du überall geschaut? Nein, du hast recht. Ich schau mal, ob es nicht einen anderen Ausweg gibt. Richtig, da ist eine Klappe, aber sie ist verschlossen.
Dafür bräuchte ich einen Schraubenschlüssel. Ich kümmere mich darum. Ich habe einen im Fotostudio liegen sehen. Ein Schlüssel, Karol. Okay, im Fotostudio. Da gehe ich auch gern hin. Da. Hoffentlich muss ich den jetzt nicht wieder traden wie diesen einen Lippenstift in der letzten Folge. Aber das war nicht so cool. Hier irgendwo. Da ist ja einer. Ne? Nehmen wir mit. Gehen wir da. Jetzt können wir endlich dadurch in den Keller gehen. Aber in den Flur. Bla bla bla. Inventar. Schraubenschlüssel auswählen. Der hatte gerade noch eine ganz andere Farbe, aber kein Ding. Bitteschön. Kein Ding. Schau mal, ich habe den Schlüssel gefunden. Super. Du rettest mir das Leben. Bitte. Und jetzt kommen wir da raus, oder wie? Geschafft. Ich bin frei. Genial. Schnell, weg hier, bevor Mike aufkreuzt. Interessant. Sehr interessant. Mrs. Doherty wird entzückt sein, wenn sie diese Bilder sieht. Jetzt muss ich nur noch einen Ort finden, wo diese Kassette vor neugierigen Blicken sicher ist. Bei diesem Lächeln habe ich kein gutes Gefühl. Oh, oh, da wurden wir anscheinend aufgezeichnet. Clara? Ja? Wer ist am Apparat? Scott, kann ich dich einen Augenblick sprechen? Sicher. Es ist ein bisschen heikel. Ich habe Mike heute Morgen beobachtet, als er sich Überwachungsbilder angeschaut hat. Gut, ich habe verstanden. Du bist darauf zu sehen, Clara. Ich weiß nicht, was du heute Nacht gemacht hast, aber Mike hat dich gesehen. Du riskierst noch Ärger. Wo ist die Kassette? Mike hatte sie. Er hat sie bestimmt irgendwo in Sicherheit gebracht. Danke, dass du mich informiert hast. Alles okay? Ja, ich komme zurecht. Ich hoffe, das wird wieder. Halt mich auf dem Laufenden. Einverstanden. Bis später. Ich muss diese Kassette finden. Aber wie? Wenn Mike sie irgendwo versteckt hat, sehe ich nur eine Lösung. Ich werde mir einen Gegenstand von Mike besorgen und Marty wird den Geruch aufnehmen. Sein Geruchssinn führt mich dann direkt zu der Kassette. Das funktioniert nur in Filmen, Junge. Soweit ich weiß, damit wir das jetzt schnell hinter uns haben. Da gibt es tausend Sachen, die wir einsammeln können, aber nur Mike Ausweis. Hoppla. Hier hat jemand vorher beim FBI gearbeitet? Wer denn wohl? Mir fällt da nur Mike ein. Ich glaube, es ist auch Mike. Und wie jedes Mal in einer Mission im Versammlungsraum. Diesmal zum Glück nicht so lange gedauert bis zur nächsten Mission. Ich glaube nur 4 Missionen oder so dazwischen. So, Marty, es muss doch safe irgendwo hier sein, oder? Yes, hallöle. Du kriegst mal einen FBI-Ausweis. Los, mein Kleiner, folg der Spur. Mach mal, komm. Ich bin schneller als du. Leute, Scott ist immer so extrem schnell, aber Mama hat über Clara so langsam. Flur des 12. Stockwerks. Rein da. Komm, geh zur Überwachungs. Genau, so. Richtige Antwort. Dann müssen wir kurz den Ausweis nehmen. Ja, möchte ich. Und da läuft Marty in den Überwachungsraum, so wie es aussieht. Gehen wir rein. Da waren wir noch nie drin, also let's go. Hast du etwas gerochen? Hast du etwas gerochen? Chillig, chillig. Wo haben wir ihn denn, Martys Spürnase hat mich hierher geführt. Ob er mir auch helfen würde, die Kassette zu finden? Gute Idee. Ich halte ihm nacheinander die Kassetten hin und achte auf seine Reaktion. Es ist die hier. Okay, Marty, ich... Na, die hier, oder? Da. Ja, Marty? Ja. Ist es diese Kassette? Bist du sicher? Super, wir haben sie gefunden. Ich habe dich hier in der Dingens gemeint, vielleicht wurde die andere ausgewählt. Nochmals danke, Marty. Ich schulde dir was. Ohne dich hätte ich diese Kassette nicht gefunden. Früher hast du mir übel mitgespielt, aber das ist alles vergessen. Jetzt kenne ich deine Talente als Schnüffler. Wir sind ein ganz gutes Team, wir zwei. Oh, endlich. Nelson, kann ich dich einen Augenblick sprechen? Es geht um Scott. Ja, bin ganz Ohr. Was gibt's? Nun ja, du hast bestimmt bemerkt, dass Scott sich in den letzten Monaten verändert hat. Allerdings, er ist verschlossen, besorgt, in der Defensive. Mir gegenüber ist er geradezu unausstehlich. Sein Verhalten hat sich verschlimmert, als Clara, die neue Praktikantin, bei uns angefangen hat.
Ich bin sicher, dass dieses Mädchen einen schlechten Einfluss auf ihn hat. Clara? Wie kommst du darauf? Lass sie kommen. Und urteile selbst. Oh, jetzt geht's wie, Leute. Letzte Mission für heute, denke ich mal. Mein Herz schlug wie verrückt, als ich den Flur zur Geschäftsführung entlang lief. Nelson Sullivan hatte uns beide, Scott und mich, in sein Büro gerufen. Das stimmt nicht, um uns zu gratulieren. Mein Ausflug von letzter Nacht war nicht unbemerkt geblieben. Wie sollte ich mich da rausreden? Dann gehen wir mal dahin. Und da wartet wahrscheinlich Scott schon auf uns. Und ich war... Bitte? Komm. Klartext, Leute. Ich will wissen, was abgeht. Ich weiß es zwar schon, aber ihr wisst es nicht. Let's go. Guten Tag, Scott. Guten Tag, Miss Willard. Setzt euch bitte. Ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Hartnäckigen Gerüchten zufolge haben Sie, Miss Willard, eine Beziehung mit meinem Sohn. Ich weiß nicht, ob es stimmt und es geht mich übrigens auch nichts an. Was mich allerdings angeht und meiner Verantwortung unterliegt, ist sicherzustellen, dass Scott ein ruhiges, ungestörtes Arbeitsumfeld hat und... Er raged einfach von etwas, was er noch gar nicht gemerkt hat. Dad, kommen wir doch mal auf den Punkt. Wir verstehen nichts. Dann rede ich jetzt mal Klartext. Ich verdächtige diese junge Frau, dass sie nur wegen deines Geldes und deiner Macht an dir interessiert ist. Aber das ist doch Blödsinn. Mr. Sullivan, ich versichere... Wenn das Ihre Absichten sind, Miss Willard, werde ich mich Ihnen in den Weg stellen. Ich werde nicht zulassen, dass ein ganzes Lebenswerk zerstört wird, um den Ehrgeiz einer Praktikantin zu stillen. Vater, das reicht. Du gehst zu weit. Anstatt dich an einer Unschuldigen zu vergreifen, solltest du dich lieber um deine Firma kümmern. Wovon redest du? Komm schon, spiel nicht den Unschuldigen. Meinst du, ich weiß nicht um die Machenschaften bei Sullivan Style Factory? Der Tierhandel? Das unterschlagene Geld? Die außergewöhnlich hohen Provisionen für Mrs. Doherty zu Lasten der Aktionäre? Scott, halte deinen Mund! Ja, und es kommt noch besser. Ich verlasse Sullivan Style Factory, und zwar sofort! Scott! Komm sofort zurück! Scott geht wirklich. Und das wegen mir. Ich muss ihn um jeden Preis aufhalten. Dann rennt er hinterher. Fuck, ich bin erst aus dem Spiel rausgetappt. Gar keinen Bock. So, Moment, was passiert denn jetzt, wenn ich mit Kim rede? Kim ist nicht sehr gestört. Und du? Kim ist nicht... Nelson? Nelson? Entschuldigen Sie. Ich hab wirklich keine Zeit. Kann auch nichts für. Mann. Komm. Da draußen haben wir Scott stehen. Das habe ich noch nie gesehen, dass er da animiert wurde. Lol. Komm, Bro. Bleib da. Scott, bitte, hör mir zu. Du darfst nicht gehen. Was soll ich sagen, damit Scott seine Meinung ändert? Ich werde kündigen, dann gibt es keine Probleme mehr. Schlaf die Nacht drüber, morgens sieht alles ganz anders aus. Das hat doch Kim eingefädelt. Wenn du gehst, hat sie gewonnen. Ja, das safe. Hat doch Kim eingefädelt. Wenn du gehst, hat sie gewonnen. Glaubst du? Ja, vielleicht hast du recht. Oh, Mann. Ja, dann bleib doch stehen, Mann. Ganz gechillt einfach langgelaufen. Mann, Scott, bleib da. Bitte, überlege es dir. Dein ganzes Leben ist hier. Wenn du bleibst, kannst du mir helfen, kannst du machen, schon ein Ende zu setzen. Wenn du gehst, wird dich Nelson enterben. Wow. Hör auf deinen Vater, halt die Fresse. Wenn du bleibst, könntest du mir helfen, Kims Machenschaften ein Ende zu setzen. Stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht. Sorry, ich hab's gerade übersprungen. Ich denke, Erdgeschoss. So. Was sehen wir hier? Scott, geh nicht. Das wäre eine Katastrophe. Die neuen Winterkollektion kommt bald raus. Du kannst jetzt nicht gehen. Wenn du gehst, wird dein ganzes Team entlassen. Und wo wirst du dann wohnen, wenn du gehst? Du kannst nirgends hin. Wenn du gehst, wird dein ganzes Team entlassen. Wenn du gehst, wird dein ganzes Team entlassen. Stimmt, an die habe ich gar nicht gedacht. Die Ärmsten. Hör zu, Scott. Du darfst nicht gehen. Nelson wird dich verklagen. Okay. Warum auch immer. Du bist bei dieser Firma unter Vertrag, du musst ihn erfüllen. Wer soll dann die Nachfolge deines Vaters antreten? Wer soll dann die Nachfolge deines Vaters antreten? Ein Großaktionär wahrscheinlich. Das wäre das Ende von Sullivan Style Factory. Du hast recht. Ich denke nochmal darüber nach. Ja, besser ist es, aber jetzt bleib doch mal stehen. Bro. Hi. Bleib da. Was? Was? Nach diesem Zwischen... Fall würde ich niemand einstellen wollen, wenn du gehst. Wer wird mich dann vor Kim beschützen? Wenn du gehst, wer wird mich dann vor Kim beschützen? Du hast recht. Daran hatte ich nicht gedacht. Clara, pass auf. Ich habe es mir überlegt. Ich bleibe. Du hast mir die Augen geöffnet. Sullivan Style Factory braucht mich. So viele Leute hier vertrauen mir. Ich kann sie nicht alle im Stich lassen. Yes, sir! Gut gesagt. Und ich muss dir etwas gestehen. Was? Das ist nicht einfach. Ich habe das noch nie zu einem Mädchen gesagt, zumindest nicht ernsthaft.
Jetzt ist es... Nun, ich liebe dich. Oh, Scott. Hier, das ist für dich. Für mich? Ein kleines Geschenk. Ich wollte es dir geben, bevor uns mein Vater gerufen hat. Dein Name ist eingraviert. Danke. Vielen Dank. Nein, ich danke dir. Du hast mein Leben verändert. Oh, süß. Ja, jetzt Junge, kauf dir doch was Gescheites und nicht so ein Silberhalsband. Ich will Gold. Geschenke Gold.